Jetzt können Sie aufstehen und Fotos machen, bis die Linse kommt. Bitte schön. Nicht in diese Richtung bitte fotografieren. Weil da drüben steht die. Ich sehe nachher noch mehrere von der Erkanada. Ich möchte nicht, dass jemand reinkommt, was über zwei Stockwerke überspielt gebaut ist. Man kann es ganz einfach allein. Fast 469 Passagiere. Was? Jede allein macht es ein bisschen anders. Es ist aber immer First Class Business und Economy Class. Es gibt 220 Fenster, die ich nicht nutzen möchte. Und auf 22 Reifen steht sie und ein Reifen lebt mir bisher her. Sie können wieder aufstehen und schauen. Wieder. Haben wir hier eine unterirdische Betankungsanlage. 60 Kilometer Rohrleitung haben wir hier verlegt. Jede Parkposition hat Bodenplatten, die nimmt der Betanker raus, damit da wo die roten Fähnchen sind. Schaut sich egal, wie groß oder kleiner ist. Und dann zieht er das Kerosin aus der Anlage, füllt er das Kerosin, legt den Druck auf das Wasser und dann schießt er das Fahrzeug auf die Straße. Das kann man auch nicht bei den Tanklasten, die auf seiner Unfall. Die Maschine kann sicher abgearbeitet werden. Sie sehen hinten die Treppe des Reinigungsteams. Sie sehen die Brinkdomains, das ist ein Flieger gebaut. Weil, wenn bei der Lufthansa zum Beispiel 526 Passagiere auf der unteren Ebene einsteigen würden, bis die 526 Leute ihre Plätze gefunden haben, die Maschine wäre um Stunden wieder blockiert. Dementsprechend haben wir gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Ja, wir sind auf der Parkstelle. Und wer ist die Beste? So, jetzt haben wir links den alten und 450 Tonnen. Das zweitgrößte Flugzeug jetzt weltweit. Ja, das Gelände hier und seitdem wird auch hier gebaut. Ich habe hier schon einen Flugstopp erlebt, wo die Aschewolke war, aber ein Baustopp noch nie. Jetzt kommen wir als Prunkstück der Lufthansa an den Abschlussfinger. Dieser Abschlussfinger würde für 2,5 Jahre pünktlich eröffnet während des laufenden Betriebes für weitere 6 Millionen Passagiere. 800 Meter ist er lang, 800 Millionen hat er knapp gekostet. 1 Meter, 1 Million, eine einfache Rechnung. Das ist auch sehr wert. Denn hier können 7 Großraumflieger gleichzeitig abgefertigt werden. Da wurde viermal die A380 mit 526 Passagieren, plus dreimal den Super Jumbo mit 420 Passagieren. Das sind aber über 3.500 Leute, die auf einmal ein Auto umsteigen. 6.000 Sitzplätze hat er. 60 Restaurant- und Ladengeschäfte auf 12.000 Quadratmeter. Hier wurde die Abfertigungszeit der A380 ganz neu definiert. Hier haben wir Pionierarbeit geschrieben. An diesem Flugsteig, der wurde nämlich direkt für die A380 entwickelt. Die ersten 2 Parkpositionen haben nur 2 Zugangsbrücken auf der unteren Ebene. Ab der dritten ändert sich das. Aber auch wieder 3 Zugangsbrücken. Ab da kann nämlich bis nach links hinten alles A380 anlegen. Ein alter Jumbo, da sieht man auch die Scheiben geputzt. Ein neuer Jumbo. Und dann kommt ihr. Und wenn meine Maschine in der Luft ist, verdienen sie für mich Geld.
Und deswegen ist es heute ein ganz, ganz großes Auswahlkriterium für Fluggesellschaften, welche Sexdschungel freistellen. Beileid. Seit Anlage. Hier haben wir die unvorstellbare Menge von 186 Millionen Liter Kerosin gelagert. Diese Menge reicht uns 10 bis 12 Tage, wenn wir sie leer sind. Das ist der von Mainz, vom Hafen, üblichen Schifffahrt, die damit diese. So schnell geht es nicht leer. Sollen wir noch zum Vergleichen? Ein Berufspendler bräuchte 100.000 Jahre, um diese Menge zu verbrauchen. Keine Männerdomäne mehr, denn die A380 wird mit einem Joystick geflogen. Lässt sich fliegen wie eine Sportmaschine suchen, gibt es einen halbstündigen Beitrag auf www.frauenaufa380.de. Da führt sie die Pilotin der Lufthansa durchs Cockpit, erklärt die Knöpfchen und 550 bis 650 Euro. Das können sie auch. Economy Class in New York fliegen. Das ist so das günstigste, was wir in der A380 fliegen können, weil die fliegen nur Langstrecke. Von Neufelden nach Offenbach. Der
oder, wenn das Wetter es nicht anders zulässt, nach 11 Uhr gelandet werden. Weiter gehen lassen. Ansonsten werden wir bis jetzt alles hier halten. So, der nächste Jumbo. Den hören Sie nicht. Das ist der neue. Hört Sie den? Die ist jetzt leise, weil es gezogen wird.
Dann wird man heute von der Besucherterrasse aus den Start sehen können. Wie Sie sehen, Sie starten hier. Die Besucherterrasse ist direkt am Gegenüber. Also sind gute Voraussichten, dass Sie, wenn der Wind sich nicht dreht. Das kann ich halt nicht garantieren, gell? Wollt ihr mal ein paar Damenstapler sehen hier links? Ah ne, doch, links. Und zwar einer, der ein bisschen größer ist. Übrigens, der Hamburger Hafen ist die größte Arbeitsstelle in Deutschland, aber nicht die größte geschlossene. Ich bin schon oft angesprochen, da arbeiten mehr Leute. Dann sage ich, ja. Ich mache jetzt auch mal unsere Skyline, die den Terminal 1 und Terminal 2 seit 1994 verbindet. Terminal 2 haben wir 1994 eröffnet, dann das Ding ist auch schon wieder 20 Jahre alt. Aber gedacht, jetzt brauchen wir mal neu. Stolz mit Bolle drauf. Moment noch. Ja, wir haben einen Stau.